So, guten Morgen, liebe Dampfmaschinenfreunde. Wir haben heute wieder ein Highlight im Angebot. Das ist eine neu aufgebaute D20 elektrisch beheizt. Die heißt dann D22. Wir haben das Modell von Grund auf neu aufgebaut. Also hier ist richtig Geld reingeflossen. Wir haben hier alles neu gemacht. Wie gesagt, die ganze Elektrik wurde neu verlegt. Der Kessel ist neu. Die Dichtungen sind alle neu. Hier vorne der Regler ist neu. Der Fliehkraftregler ist neu. Sicherheitsventil, Druckbarometer, Pfeife. Also hier ist quasi viel an neue Teile reinkommen, weil wollten wir komplett neu aufbauen. Deswegen haben wir auch keine Kosten gescheut, weil es ist eigentlich zu schade, das verkommen zu lassen. Deswegen haben wir hier viel Geld reingesteckt, dass die Maschine wieder neu aussieht. So, jetzt Ventil macht langsam auf bei 1,7, 1,8 Bar. Ist auch ideal, wie das Ventil ist ja alles neu. Da braucht ihr keine Angst haben. Wir lassen sie jetzt mal laufen. Was wir auch wieder verbaut haben, wir haben einen an der Hand. Also ein guter Bekannter hat mich angeschrieben, der stellt mit einem 3D-Drucker, stellt der Abwasserschalen her. Und die sind dann etwas tiefer also ein bisschen größer wie die Originalschalen. Richtig feine Sache. Aber wenn ihr später mal Interesse habt, guckt euch da ein Bild an. Ich, wie gesagt, auf eBay Kleinanzeigen kommt das Modell gleich. Da habe ich mal zwei Schalen, die Originale und die andere mal daneben gestellt. Also wirklich super Sache, super verarbeitet. An den könnt ihr euch wenden. Und wenn ihr Interesse habt, schreibt mich an. Ich kann euch da gerne einen Link geben oder euch die Adresse geben, da könnt ihr euch an den jungen Mann wenden, der macht das wirklich prima, die Abwasserschalen. Ja, wie gesagt, zu dem Modell, wie gesagt, ist ein D20 elektrisch beheizt, ist eine D22, weil die heißen dann so. Der Aufkleber ist aber nicht von der D22, der ist von der D20, weil wir haben keinen Originalaufkleber. Weil die Grundplatte mussten wir wieder fachmännisch lackieren, die ist wirklich super geworden, wie meine ganzen anderen Modellen ja auch. Da geben wir uns sehr viel Mühe, die werden komplett restauriert. Wenn sie richtig Schrott sind, dann kommen die neu, da werden neue Grundplatten verbaut. So, wir haben auch ein Highlight verbaut. Wie gesagt, alles original, das Kabel, alles original gelassen. Wir haben jetzt nur so einen Adapter dazwischen gebaut. Den müsst ihr nicht anschließen, aber es ist wirklich eine sinnvolle Sache, weil ihr könnt jetzt den Strom regulieren. Wie gesagt, ich habe hier so einen kleinen Regler drin. Klemmt ihr einfach dazwischen. Wie gesagt, an die Steckdose. Hier ist auch ein Stecker, steckt da einfach dran. Und habt ihr hier so Zahlen drauf, aber ihr könnt auch neu schreiben. Ich habe jetzt so ungefähr mal gemacht auf kleine Stufe, auf 1 könnt ihr schön langsam zuckern lassen. Oder wenn ihr mehr Leistung haben wollt, geht auf 2 oder 3 oder halt über 3. Oder jeder kann sich das nochmal abwischen und neu draufschreiben, die Gradzahl oder wie das jeder haben möchte. Wie gesagt, ihr reguliert nur den Stromzufuhr, mehr macht ihr nicht. Weil Original von Vilesco, die werden nicht geregelt, die alten Modelle. Ich glaube, die neuen glaube ich auch nicht. Und wie gesagt, wir regeln das, weil sonst müsst ihr jetzt ständig einen Stecker ziehen, das geht nicht. Deswegen haben wir so einen Regler zwischengebaut. Da könnt ihr auch na, schön runterregeln, da müsst ihr nicht alte Stecker ziehen, weil die würde ja volle Pulle nur heizen. Und da wird die ja ständig abpfeifen, weil die dermaßen am Power hat. Das macht ja keinen Sinn. Deswegen bauen wir immer so einen Regler rein. Wir haben schon einige umgebaut und auch wir haben schon welche im Programm gehabt. Auch 16er ist eine prima Sache, kann ich euch nur empfehlen. Ja, wie gesagt, das Modell ist wirklich neuwertig. Ihr wisst, was neue kosten. Die kosten, glaube ich, an die 500, 600 Euro die Modelle. Und das Modell ist wirklich neu. Also da kauft er quasi neue Maschinen. Also da steckt viel Geld drin, viel Arbeit drin. Und die Abwasserschalen, die neuen, sind wirklich genial. Ihr könnt die auch rausnehmen, das ist wie eine originale Schale, nur halt tiefer. Aber wie gesagt, guckt euch die Fotos an auf eBay Kleinanzeigen. Macht da so ein Läppchen rein, macht da mal kurz leer. Und ihr seht Druckbarometer und ich fahre ja auch schön langsam. Der Druck bleibt also herrlich. Und wie gesagt, mit dem Regler hier einfach dazwischen setzen hier. Wie gesagt, Originalstecker einfach hier an den Stecker dran. Den anderen Stecker in die Steckdose, man könnte da schön den Strom regeln. Also wirklich eine prima Sache. Guckt euch die Bilder an, wir versuchen gleich viele Bilder zu machen, die kommen gleich bei eBay Kleinanzeigen. Viele werden sich fragen, die war doch schon mal drin vor kurzem. Ja, wir mussten sie leider rausnehmen, weil wir hatten das Kabel unterbrochen, das ist wohl nicht erlaubt. Wir hatten den Regler dazwischen gebaut, jetzt haben wir das Originalkabel wieder angeschlossen. Weil das ist mir sicherer, wenn da was ist später mal. Also wir haben sie jetzt ganz original zurückgebaut. Den Regler könnt ihr dazwischen bauen, ist natürlich alles sicher gebaut, dass auch nichts passiert, weil gerade wenn Kinder spielen, das muss schon alles sehr sicher gebaut sein. Wie gesagt, hier ist auch so ein Kasten drum, dass die Kinder keinen Gefackel kriegen, also das muss schon alles wegen Strom, das muss alles isoliert sein. Hier sind auch so kleine Halter dran, das könnt ihr auch auf eine Platte schrauben, wenn ihr Lust habt, eine prima Sache. Ja, wie gesagt, das Modell kommt bei eBay Kleinanzeigen und ihr seht ja, der Druck, der bleibt bei 1 Bar. Normalerweise würde er jetzt voll hochgehen, bis er abpfeift bei voller Pulle. Deswegen, wir haben jetzt auf 1, da könnt ihr herrlich fahren, wunderbar. Wenn ihr halt mehr Leistung braucht, dann macht ihr auf 2 oder 3. Oder seht ihr ja, wie viel
wie viel er mit antreiben wollt. Wenn natürlich mehr Power brauchst, klar, dann müsst ihr halt ein bisschen höher drehen, den Regler. Das ist ja kein Thema. So, wie gesagt, gleich bei eBay Kleinanzeigen. Also ich habe wirklich überlegt, es abzugeben. Ist wirklich ein schönes Modell. Ist auch wirklich gelungen. Ist wahrscheinlich besser wie eine neue. Also da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Das Kesselhaus ist neuwertig. Wie gesagt, der Kessel ist neu. Die ganzen Aggregate sind neu obendrauf. Die Zusatzinstrumente. Ja, der Schwungrad eiert auch nicht. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Wenn das ein bisschen eiern sollte, dann drehen wir es auf der Drehbank ab. Ja. Wie gesagt, alles fachmännisch verlötet. Guckt euch die Bilder an. Wirklich sehr schön geworden. Ihr macht hier nichts verkehrt. Ihr kauft hier eine neue Dampfmaschine. Wie gesagt, alle Dichtungen sind neu. Kessel ist neu. Ihr macht hier wirklich nichts verkehrt. Die Grundplatte war top. Die mussten wir halt nur wegen Schrammen und das soll ja auch alles hier neu aussehen. Deswegen lackieren wir das immer schön. Wenn wir da Rost, wenn wir wirklich viel Rost haben, dann kommen die weg. Also ich arbeite keine mehr auf, die Wüste verrostet ist. Das macht keinen Sinn. Also dann kommen die weg oder werden andere benutzt, die kaum verrostet sind. Die werden trotzdem grundiert abgeschliffen. Das muss schon alles fachmännisch und muss auch vernünftig was taugen. Muss optisch schön aussehen, muss auch lange, lange halten. Weil solche Maschinen pflegt, die könnt das Leben lang aufheben, wenn er nicht gerade den Kessel kaputt macht oder irgendwas. Ich bekomme leider viele Dampfmaschinen, die sind dann dermaßen runtergerockt, weil die dann auch bei normalen Dampfmaschinen, ob die da ist, Briketts reinlegen, Holz reinlegen, ich habe schon alles erlebt. Dann ist hier alles schwarz, die ganze Platte verbrannt. Also geht man nicht mit so einer schönen Maschine um, weil die kosten sehr viel Geld. Und wenn man sowas wirklich einem Kind schenken möchte, dann ist man dabei, erklärt dem Kind das, weil es hat ja auch einen bestimmten Wert, sowas. Na gut, wie gesagt, gleich bei eBay Kleinanzeigen. Wir wollen noch gar nicht so viel erzählen. Wie gesagt, guckt euch die Bilder an. Wirklich ein Topmodell. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mich bitte über die Anzeige. Da ist meine Handynummer. Könnt ihr auf WhatsApp oder per WhatsApp könnt ihr mich nochmal anschreiben. Wenn ihr mal detailliert irgendwelche Bilder haben wollt oder irgendwas wissen wollt, das ist kein Problem. Wie gesagt, wir werden auch mit DHL sehr gut verpacken und verschicken. Versichert natürlich. Ihr bekommt dann sofort die Sendenummer. Aber die mich kennen und die meine ganzen Videos kennen, ich mache es nicht seit gestern. Ich mache das schon länger. Da könnt ihr ruhig vertrauen und wie gesagt, wenn ihr was habt, mal später, ist kein Problem, könnt ihr auch wieder ankommen. Mittlerweile bauen wir auch viel im Auftrag um oder restaurieren die, das ist kein Thema. Ja, gut, wir werden sie jetzt noch ein bisschen ausgiebig laufen lassen. Die läuft wirklich sehr schön, hat auch richtigen, ich habe sie auch jetzt nicht mehr eingeölt, weil wir haben sie erstmal laufen gehabt, sonst haben wir hier alles voll Öl und das wollen wir auch nicht. Wenn ihr sie mehr betreiben, tut mir nur einen Gefallen, wenn ihr sie wegstellt, Wasser raus, destilliertes Wasser vorher rein, dann schön leer machen, wenn ihr wegstellt, alles abschrauben, schön sauber putzen und hier nochmal ein Tröpfchen Öl rein und nochmal durchlaufen lassen. Ich habe leider, jetzt habe ich im ersten Video auch schon gesagt, leider ein Modell bekommen, da war der Kolben richtig festgerostet. Wir haben lange gebraucht, den freizukriegen, also zigmal eingesprüht, dann mit einem kleinen Hammerchen hinten auf den Kolben drauf und das müsst ihr wirklich vorsichtig machen, bevor da alles kaputt geht. Das ist schade, wenn so ein Modell dann 10 Jahre irgendwo steht und dann rostet da alles vor sich hin. Nicht so toll, die müssen schon gepflegt werden, die Modelle. Weil wie gesagt, die kosten sehr viel Geld. Na gut. Wie gesagt, macht da wirklich nichts verkehrt. Die ist neuwertig. Wahrscheinlich besser als die neue, weil diese Regelung gibt es ja nicht. Und ihr seht, wie schön langsam ich tucke und der Druck geht nicht hoch. Der bleibt bei 1 Bar oder jetzt haben wir 0,9. Herrlich, also ihr könnt sie schön langsam tuckern lassen. Wenn ihr halt mehr wollt, gut, dann macht er halt hier ein bisschen höher. Aber wie gesagt, die Spezialisten kleben ihren Klebeband drauf, dann könnt ihr von mir aus nochmal genau was draufschreiben, wie es jeder haben möchte. Es ist nur mit Edding draufgeschrieben, könnt ihr alles abputzen. Und wie gesagt, ihr könnt auch hier über 3 drehen, wenn ihr sie anheizen tut, macht ihr halt voll auf. Und ihr seht ja, wenn der Druck dann hochgeht, dann macht ihr gleich wieder runter auf 1 oder 2, wie ihr das halt haben möchtet. Und das Schöne, ihr macht es einfach ab und könnt es auch direkt anschließen, wenn ihr halt keine Regelung dazwischen haben wollt. Aber ohne Regelung kann man es nicht spielen, ihr müsst die dazwischen machen. Weil so könnt ihr sie schön regeln. Aber das muss jeder selber wissen. Wie gesagt, das ist ein Komplettpaket, das gehört dabei. Das habe ich jetzt angefertigt, extra für die Maschine. Ich habe, wie gesagt, schon mehrere angefertigt. Alle sehr zufrieden, klappt auch wunderbar. Ich habe nur leider gehört, bei den 932er, da geht der Drehzahlmesser wohl, der hat Aussetzer. Weil er elektronisch angeregelt wird oder angesteuert wird. Und wenn ihr einen Strom zu wenig habt, dann hat der wohl Aussetzer. So minimal, es geht wohl, aber der hat dann, wie gesagt, wenn zu wenig Strom ist, hat der Aussetzer. Das kann man wohl bei den neuen nicht machen oder ihr müsst halt in Kauf nehmen, dass der Drehzahlmesser nicht richtig funktioniert. Ja, wunderbar. Wie gesagt, gleich bei dem kleinen zeigen. Ich höre jetzt auf zu schnuddeln. Reicht jetzt länger als letztes Mal. Die läuft sehr schön. Wir werden gleich wieder schön putzen. Wasser raus, Tropfen Öl drauf. Dann wird sie in den Schrank gestellt. Und ich hoffe, die wird einen Liebhaber finden, der sie auch schätzen lernt oder schätzen tut.
weil das wirklich alles viel Geld kostet. Und hier ist auch viel Arbeit reingeflossen, wie in meinen ganzen Modellen. Da geben wir uns sehr viel Mühe, dass die vernünftig werden. Na gut, und wie gesagt, mit der Abwasserschale, guckt euch die Bilder an, wirklich eine prima Sache. Kann ich nur empfehlen, den Typ, der macht das wirklich sagenhaft. Wie gesagt, das wird mit einem 3D-Drucker hergestellt, also prima Sache. Ich habe es jetzt immer getestet, habe es über Nacht mal Wasser, also da passiert auch nichts. Die Schalen sind super gemacht, sehen auch optisch schön aus. Und ich finde sie sogar besser als original. Erstmal sind sie tiefer, auch mit dem Rand oben, also ich finde das wirklich top. Und ich werde mir den Jungen auch warm halten. Und wie gesagt, wenn ihr so eine haben wollt, ich kann euch gerne da die Adresse vermitteln, oder wenn ihr da Interesse habt, wendet euch an den jungen Mann. Alles klar. Gut, wie gesagt, gleich bei ihr Kleinen zeigen, und sollte jetzt reichen mit der Babbelei. Wir haben noch mehrere Projekte in Arbeit. Alles klar. Bis zum nächsten Projekt. Euer Dampfmaschinenprofi. Ciao. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt mich ruhig an.